Ja, weiter geht es mit Cities XL Platinum. Wir haben soeben 50.000 Einwohner. Das heißt, was heißt das? Das heißt, wir können ganz viele neue Sachen machen. Was? Das werden wir jetzt herausfinden. Mittlere Produktion. Mittlere Büros ist auch nichts Neues, sage ich mal. Was hätten wir noch? Hotels, neue Freizeit. Oh. Wie viel? 2500. Ich sag mal jetzt hier so mittig. Oh, hier sind die ziemlich unzufrieden mit ihrer Geschichte. So, das hätten wir. Ich glaube, Busse haben wir jetzt frei, oder? Sag bitte Busse. Ich brauche nämlich langsam echt. Ja, Busse. Sehr gut. 2500. Ja, das kostet der Stadt wirklich viel Kohle, die Busse. Und da werden wir ein vernünftiges Busliniennetz bald aufbauen. Und hier ist ein guter Ort, weil, wenn wir uns hier mal angucken, wie das aussieht, ne? Im Moment, es geht noch, ne? Es geht, aber ich sag mal, diese kleinen Stückchen, dieses, das muss ich jetzt auch wieder fixen, weil das geht ja so gar nicht durch. Oh, wir haben neue, oh ja, da war der Highway. Ja, aber 80, mehr als 80 Autos pro Minute haben wir im Moment. Wir haben im Moment nichts, was mehr als 80 Autos pro Minute befördern kann. Von daher werden wir das auch nicht tun können. Oh, mittlere Dichte Spitzenkräfte. Nee, nicht Führungskräfte. Ich kann das auch nicht so gut, ne? Aber egal. So, kleine Allee, um die nächste Reihe zu machen. Dumm. Dumm, dumm, dumm. So. Ich werde jetzt erstmal im Pause-Modus alles ein bisschen organisieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Damit wir dann gleich. Ja, ich würde echt zwei. Damit wir dann gleich vollends loslegen können. Ah, das hier, das Stückchen hier, ne? Egal, machen wir jetzt einfach mal weiter. Kein Wohnraum für Führungskräfte. Ich habe gerade ein mittleres Führungskräfte-Wohnraumsgedöns gemacht. So, hier ein Wasser. Was ich noch machen könnte, wäre ein Wasserturm, zweiter. 5000! Läuft. So, ja. Hohe Dichte von den Dingern. So, ja, die werden scheinbar auch etwas benötigt. Hightech, ist das Hightech? Nein, ist es nicht. Dann zickige Industrie. Yay. Zickige Industrie kommt auch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, was wir jetzt nächstes machen in der vierten Folge ist einfach ein Busnetz. Wir haben nämlich gar nichts und Busse sind gut und wichtig und Baum. Deswegen eine große Endhaltestelle, die beim Rathaus, würde ich es einfach mal sagen, startet. Ich versuche jetzt mal einfach das gesamte fucking Wohngebiet abzudecken. 12 Stationen haben wir. Wir müssen also versuchen, möglichst viel Wohngebiet gehen wir hier nochmal eine Runde hin. So, hier. Dann hier, ihr seht schon, was wir hier tun, nämlich die Leute zu ihrer Arbeit befördern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, hier anzufangen. Ich glaube,
ist besser, wenn wir alles wegmachen. Ich werde es ganz mal jetzt pausieren, damit wir hier ein bisschen Zeit haben. Ich weiß nicht, irgendwie mit Shift das zu drehen. Nee. Hier so. Dann hätten wir nämlich die erste Endhaltestelle. Irgendwie zwischendrin leckt das immer so ein bisschen. Das nervt ein bisschen, aber da muss ich jetzt durch. Ich werde da nächste Folge mal oder nächstes Mal mal gucken. Vielleicht auch mal das Ganze ein bisschen effizienter gestalten. Vielleicht muss ich einfach die Grafik runterstellen. Ich habe alles auf mega ultra hoch, aber an sich sollte mein PC das schaffen. Nur wie gesagt, meine Festplatte hat immer so ein bisschen ein paar, hat öfters ihre Tage, die Festplatte, ja doch. Funktioniert es eigentlich, dass sie ihre, Buslinie immer wechseln, so, ja, das war jetzt aber auch irgendwie blöd. Bräuchte eine große, um die Wohngebiete abzuholen. Und eine kleine, um dann von diesen Wohngebieten. Das Problem ist nur immer, ich hoffe mal, das funktioniert, dass ich sage, okay, ihr nehmt jetzt, steigt jetzt um. Mal das mal ein bisschen so hier und dann hier so. Eins, zwei und okay, das ist zu klein. Jetzt kommen wieder diese ganzen, ich bin nicht mit der Straße verbunden, Bugs. So, ich hoffe mal, das funktioniert soweit. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob die Bewohner intelligent genug sind, umzusteigen. Sonst mache ich das einfach anders. Nee, ich glaube doch, sollten sie... Okay, noch Minibusse nehmen, bis sie voll sind. Kein... Okay, Minibusse erstmal. Oh Gott, da steigt es viel zu schnell. Okay. Wohnraum. Mal wieder. Wie gehabt, wie gewohnt und wie Lasagne. Euch scheinbar scheint es zu funktionieren, dass die Leute merken, oh, wir müssen umsteigen. Wie, oh, das wirkt sich sehr positiv auf die Straßenauslastung aus. Sehr, sehr positiv. Es gibt neue Schulen. Hier unten ist die Schulbildung grottig. Catastrophial, kann man schon sagen. Weshalb eine Mittelschule hier unten ganz angebracht wäre. Hier unten ist generell alles irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ich muss hier nochmal ganz... Die Gesundheitsversorgung bleibt erstklassig. Das ist sehr gut. Lebensumfeld. Bevölkerung. Zufriedenheit. Öffentliche Dienste. Bildung. Hier oben wieder ein bisschen. Die hier, aber die kehren mir jetzt erstmal. Oh, Polizei. Okay. Scheinbar. Ist das doch nicht so ganz... Brandschutz. Brandschutz ist hier unten auch sehr gut vernachlässigt worden. Geschäfte. Muss ich hier unten auch nochmal was machen. Und Vergnügung. Und Freizeit. Ja. Das ist natürlich ein bisschen... Bisschen so, ne? So, ja.
machen wir erstmal eine Runde. Das. So, ja. Ich hasse es, wenn Unternehmen sterben. Die Unternehmen, die sterben, die kosten mich nämlich Geld. So indirekt, weil ich krieg da kein Geld mehr von denen. Und wenn ich kein Geld mehr von denen krieg, dann bekomme ich weniger Geld insgesamt. Und weniger Geld insgesamt ist schlecht. Unfassbar, diese Rechnung, wie sie aufgeht. Oder halt auch nicht. Egal. Machen wir einfach mal weiter hier und ihr könnt auch gerne Wünsche, wie ihr die Stadt haben wollt. Damit. Husten. Scheiße. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich dann versuchen zu berücksichtigen. Ja. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Halten wir einen kurzen Moment inne und gucken uns an, was wir... Thomas, wir brauchen echt ein größeres Wohngebiet. Wie steht's Arbeitslosenzeit? Na toll, ich mache natürlich neue Häuser für die, die eh schon arbeitslos sind. Yay! Sense! This picture has none. Yay! Was brauchen Sie? Jetzt interessiert mich einfach mal, wie da wie die Buslinien ausgelastet sind. 80, 70, okay. Die zweite etwas weniger als die erste. Aber das ist okay. Okay, machen wir mal weiter. Ihr könnt auch mal, wenn ihr Erfahrung in diesem Spiel habt, sagen, es ist scheiße programmiert. Oder warum leckt es? Und vor allen Dingen, Dings. Ich möchte keine schiefe Straße, Mensch. Vor allem möchte ich gerne wissen, ob ihr mein System gut findet oder nicht, weil Tipps kann ich immer gut gebrauchen, von daher, Leute, ne, haut in die Tasten und kommentiert. Baum, Steam, was hast du zu uns zu sagen? Ja, ich bin schon Stunden weg. Überraschend. Ich nehme schon Stunden auf, ja, deswegen bin ich auch schon Stunden weg. Ich bin gleich da, Maxi. Nach dieser Folge mache ich Schluss. Und diese Folge ist auch schon bald vorbei. Ja. Schwerindustrie ist noch eine gute Sache für unqualifizierte Geschichten. Warum habe ich da jetzt zwei gebaut? Immer noch Elektrizität? Boah, ne? Doch an sich? Ist echt voll dramatisch. Schon wieder Elektrizität, eher gesagt. Ich schreibe mal Maxi zurück. Dass ich gleich da bin. Gut, den Einwohnern fehlt das mal wieder an Unterhaltung. Diese kleinen hässlichen kleinen Fatzken, die sich nicht zufrieden geben können. Ja, nein, wir wollen mehr Unterhaltung. Ist mir egal, wie viel das kostet, wir wollen mehr Unterhaltung. Ach, da unten vor allem. Was ich vergessen habe, sind natürlich Querstraßen. Wir lieben sie, sie sind so wichtig für uns. Querstraßen, ja, wir lieben Querstraßen. Soll die ganze Unterhaltungssituation vielleicht ein bisschen besser aussehen? Vor allem für die unteren. Ich brauche wahrscheinlich bald eine kleine Buslinie, eine neue, um das erst zu denken. Wie sieht es arbeitstechnisch aus?
Sehr viel Arbeitslosigkeit für Mittel, für Führungskräfte, für mittlere Dings das gar nicht, deswegen. Okay. Oh mein Gott, Maxi ist gay, offiziell. Ja. Gut, ich habe nichts gegen Schwule, ne? So, nur, ich möchte festhalten, dass Maxi gay ist. Das ist eine Tatsache. Was, warum? Versehentlich zugemauert. Oh Gott. ja. Hotelzimmer gibt's nicht. Ja, warum kommt hier auch kein Hotelzimmer hin, ne? Ohne Spaß. Ich baue hier für Business-Hotels und wenn die Leute nicht kommen, dann... liegt das wieder an mir, ne? Wenn die Hotels nicht gebaut werden. Hier. Motel. Zack. Fehlen benötigte Ressourcen. Welche? Hotelangebote. Ich baue doch Hotels, aber die Leute wollen keine Hotels bauen. Ist es schlecht. Ich kann ja nichts dafür, wenn Hotels nicht gebaut werden. Ich kann ja nichts dafür, okay? Ist halt eine Scheiße von der Stadt. Also von der Unternehmen, nicht von der Stadt. Die Stadt ist nicht schuld. Dieses Mal nicht. Nee, okay? Ja, erstmal keine neuen Wohngebiete. Okay, das heißt Büros erstmal nicht so, ne? Halten wir das mal so fest. Bürokrise. Sehr gut. Und wegen Hotels. Und das Problem ist, ich kann keine Hotels bauen, weil die Hotelbetreiber meinen, nee, wir müssen da nicht hin. Nö. Warum? Warum? Ach, der baut ein Hotel. Ja, das ist ja schön. Ist ja schön für ihn. Lassen wir das mal da. Schlagen. Töten. So, ein einzelnes Führungskräfte. Okay. Das heißt, Führungskräfte müssen wir jetzt nochmal eine Runde bauen. Ich hasse diesen Bug. Oh nee, ich bin nicht mit der Straße verbunden. Doch, bist du. Du bist mit der... Du bist ein Scheißgebäude. Du bist mit der Straße verbunden. Und wenn du es nicht wahrhaben willst, dann töte ich dich so. Es ist mir auch egal, dass wir jetzt hier so eine Art Dings machen. Also halt unser System verleugnen. Aber wir stoßen hier unten eher an unsere Grenze. Deswegen... ist es wurscht und falls wir mehr brauchen, brauche ich hier unten einfach noch eine Straße, noch so coole Allee. Von daher, Führungskräfte 21% arbeitslos. Yay! Ich dachte, das Unternehmen braucht Führungskräfte. Industriespionage. Wie viele Gebäude versehentlich zugemauert wird? Keine Hotelangebote. Okay. Keine Hotelangebote. Ich setz doch hier Hotels hin. Was wollt ihr denn von mir? Das Spiel ist so scheiße. Ressourcen, ja welche Ressourcen? Straßen sind total verstopft. Nimm den Bus. Meine Güte. Nervtötende Kleine. Ja, ich werde diese ganze Chose gleich beenden. Und ihr könnt mir sagen, wie ich bitte Hotels einlocke. Ich baue die jetzt auch mal ein bisschen abseits. War das, habe ich da kleine Alleen gebaut? Ah, ich bin halt echt verpeilt, ne? Muss man schon sagen. Probieren wir mal ein paar Hotels zu bauen. Ich möchte Hotels haben. Vielleicht nicht unbedingt im Industriegebiet bauen.
Gut, da ihr wollt kein Hotel, dann. Wollen wir direkt neben der Busstation ein Motel und ein Luxushotel und auch im Wohngebiet ein Motel, ein kleines Motel. Und wenn ihr mir jetzt ankommt, wird von wegen, ja, nee, nee, geht nicht, geht nicht, tut mir leid, geht nicht, dann müssen Menschen getötet werden, tut mir sehr leid. Zack. So, Straßen sind verstopft. Diese kleine Straßenstraße ist verstopft. Was tun, wenn das passiert? Natürlich einfach noch eine Straße. Das Schlimmste ist, dabei gibt es den Bus schon, ne? Im Moment geltlich gesehen. Na, nicht so. Na? Einkaufsmöglichkeiten, ne? Freuen die Einwohner. Irgendwas muss die ja freuen, ne? Die sind nur am Meckern. Ganz ruhig. Nur an Meckern. Oh Gott, diese Straße, ne? So, was ich jetzt mache, ist natürlich einfach hier eine Allee anschließen. Und zwar eine elegante große Allee. Dann wird die Straße nämlich etwas entlastet. So, und hier diese Straße, diese Querstraße, die schon wieder nervt wie Sau. Ja, eigentlich baue ich ja Verkehrssachen und so nicht während laufendes Spiel und nicht während mal drei und so, aber ist mir jetzt wurscht. Gut, ich würde sagen, dann beende ich diese What-Folge mal mit kaputtem Verkehr. Ich meine, guckt euch das hier bitte mal an. Rot! Rot! Egal, ja. Bevor ich das Ganze nochmal mache, muss ich natürlich bisschen was, was mir am Herzen liegt. Wird dieses Straßenstück wahrscheinlich total am Arsch sein gleich. Deswegen in weiser Voraussicht einfach nochmal was gebaut und auch hier noch. Ich meine, hier ist alles verstopft. Alter, Mensch. Warum ist das denn hier so verstopft? Also ich meine, hier geht's ja wieder. Hier so. Aber hier, na, es ist ja ganz schlimm. Gut, ich beende diese Folge noch nicht ganz. Ich möchte noch gerne halbwegs diese Straßengeschichte hier in Ordnung bringen. Das Hotel muss ich noch natürlich noch abreißen, weil es zu scheiße ist. Okay. Weil diese Straßengeschichte ist doch schon recht wichtig. Irgendwann bleiben die Leute auch einfach zu Hause. Ja, wie gesagt, die Leute sind kleine Meckerziegen. Die bleiben einfach zu Hause. Sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr und bleiben dann zu Hause. Macht ihr auch immer, wenn ihr dann mal zur Schule oder so oder zur Arbeit müsst und dann ist die Straße voll, ihr dachtet, nö, ich habe keine Lust, ich bleib jetzt zu Hause. Ja, ist doch schön. Gut, Unterhaltung wird doch schnell hingezimmert, weil die Leute kleine Divas sind. Keine Diven. Hier eine Kartbahn. So. Ich meine, ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihr einen Daumen nach oben. Wenn nein, einen nach unten. Mit Kommentar, warum dann bitte, weil sonst nichts bringen mir tun. Ne? Also, sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.